Finanzen organisieren. Puh, ich weiß, das klingt richtig langweilig und lästig, aber letztendlich ist es der erste Schritt zu mehr Geld. Dabei gibt es einige Hilfsmittel, die einem die Arbeit erleichtern können, und wir wollen euch in diesem Video mal die gängigsten zeigen und auch zeigen, welche wir benutzen, um bei unseren Finanzen den Überblick zu behalten. Also, los geht's! Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd, und in diesem Video wollen wir euch zeigen, wie man mit wenig Aufwand seine Finanzen in den Griff bekommen hat. Dann machen wir uns nichts vor, so richtig Lust hat darauf eigentlich keiner. Wir haben es ja in unserem letzten Video bereits angekündigt, wir wollen euch gemeinsam mit auf eine finanzielle Reise nehmen und nicht nur theoretische Tipps liefern, sondern auch Praxistipps zeigen und zeigen, wie wir das Ganze selbst in der Realität gelöst haben, damit ihr es einfach nachmachen könnt, wenn ihr wollt. Da es eine gemeinsame Reise ist, freuen wir uns darüber, wenn ihr in die Kommentare schreibt, welche Themenwünsche ihr habt oder vielleicht welche Fragen aufgetreten sind. Wir antworten dabei garantiert auf jeden Kommentar. Kommen wir jetzt aber zum Videothema, und im letzten Video haben wir es ja bereits angekündigt, wo es um das Investieren oder eher gesagt um den Einstieg ins Investieren geht. Der erste Schritt bei dem Ganzen ist, sich über die eigenen Finanzen einen Überblick zu verschaffen. Doch was bringt einem dieser Überblick überhaupt? Nicht nur, dass man weiß, wann welche Rechnung kommt und im Idealfall dann auch Geld auf dem Konto ist, um sie zu bezahlen. Nein, man kann mit dem richtigen Überblick auch feststellen, an welcher Stelle eventuell man zu viel Geld ausgibt und wo man sich Geld einsparen kann. Dieses eingesparte Geld kann man dann entweder fürs Leben verwenden oder man macht daraus Rücklagen und investiert das Geld richtig. Letztendlich kommt man somit seinem finanziellen Traum einfach einen Schritt näher. Grundsätzlich umfasst der private finanzielle Haushalt ja immer die folgenden Dinge. Auf der einen Seite stehen, und das möglichst hoch, die Einnahmen. Das kann dann zum Beispiel sein ein Lohn und Gehalt aus einem Angestelltenverhältnis. Oder auch der Gewinn als Selbstständiger. Vielleicht hat man auch einen Nebenjob, es gibt Kindergeld, wenn man Kinder hat, oder aber man hat Erlöse aus dem Verkauf von Dingen oder vielleicht sogar Dividenden und Kapitalerträge, die einem monatlich oder zumindest regelmäßig zufließen. Auf der anderen Seite stehen dann die fixen, also die festen Ausgaben, die man monatlich hat. Hierzu zählen unter anderem folgende Dinge. Zum Beispiel die Wohnkosten, also eine eventuelle Miete oder zum Beispiel auch die Rate für die Immobilie und die dazugehörigen Betriebsnebenkosten. Außerdem zum Beispiel Kosten für Mobilität. Je nachdem, ob man ein Auto hat, vielleicht eine Leasingrate oder eine Finanzierungsrate oder auch, ob man die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. Des Weiteren hat man eventuell Versicherungsbeiträge monatlich zu entrichten. Man zahlt für den Handy- und Internetvertrag. Eventuell ist man Mitglied in einem Fitnessstudio. Hat weitere Abo-Verträge wie zum Beispiel Spotify, Netflix, Amazon Prime und was es alles so am Markt gibt. Und es zählt darüber hinaus noch die festgelegte Sparrate fürs eigene Rücklagen- und Sparkonto dazu. Letztendlich alles, was einen gleichbleibenden Betrag ausmacht und was man fest zeitlich planen kann. Dann folgen noch die variablen Ausgaben, wo sich meistens das größte finanzielle Potenzial versteckt und wo es aufgrund der wechselnden und häufig anderen Ausgaben sehr schwer ist, den Überblick zu behalten. In diesem Bereich zählen dann alle anderen Ausgaben, wie zum Beispiel Essen und Trinken, Kleidung, Tanken, Kinobesuche, Tabak, Technik und alles, was halt letztendlich zum Lebensunterhalt und zum Spaß dient. Je nach persönlicher Lebenssituation befinden sich dann natürlich unterschiedliche Dinge in diesen drei genannten Bereichen. Jemand, der gerade aus der Schule kommt, jetzt vielleicht studiert und eventuell noch zu Hause bei seinen Eltern wohnt, der hat ja erfahrungsgemäß einfach weniger Kostenpositionen und natürlich auch weniger Ausgaben und Einnahmen, mit denen er irgendwie umgehen muss. Dennoch ist dort ein Überblick genauso wichtig wie bei der Person, die eventuell schon eine Familie hat, zwei Kinder, ein eigenes Haus, was abbezahlt werden muss und da, wo der wöchentliche Einkauf nochmal deutlich größer ausfällt. Beide sollten unbedingt dafür sorgen, dass sie den richtigen Überblick über die eigenen Finanzen haben. Doch welche Hilfsmittel helfen letztendlich dabei, dass man weniger Aufwand mit dieser lästigen Aufgabe hat? Schauen wir uns jetzt mal vier gängige Hilfsmittel dabei an und starten mit Nummer 1, dem klassischen Haushaltsbuch. Das ist die einfachste Form und letztendlich auch altbewährt. Man nimmt sich dabei einfach ein Papier oder man kauft sich so ein kleines Büchlein, wo man dann alles Stück für Stück einfach einschreiben kann. Man bildet einfach die einzelnen Bereiche und Unterkategorien, die einen persönlich betreffen, und immer wenn man Geld eingenommen hat oder Geld ausgegeben hat, trägt man das Ganze nach.
Aber wo wir schon bei Nachtragen sind, genau das ist auch der Nachteil von dem Buch. Man hat es letztendlich ja nicht immer dabei. Gerade als Mann hat man ja nicht irgendwelche Taschen, wo man dann dieses kleine Buch reinstecken kann. Und so besteht natürlich die Gefahr, dass man auch mal vergisst, etwas einzutragen oder dann am Ende der Woche gar keine Lust mehr drauf hat, weil man auf einmal alle Ausgaben und Einnahmen auf einmal eintragen muss. Das ist so ein bisschen wie früher in der Schule oder in der Ausbildung, wenn man dieses Ausbildungsheft führen musste und dann nach einem halben Jahr auf einmal gemerkt hat, wie anstrengend das eigentlich ist, sich für die letzten Tage irgendwas auszudenken. Also Buch kann man nicht unbedingt empfehlen. Es ist letztendlich der Klassiker und wir wollten es zumindest in dem Video mal genannt haben. Und der ein oder andere fühlt sich damit vielleicht auch wohl. Außerdem ist natürlich ein kleiner Nachteil, dass wenn man mal was korrigieren muss, das schnell unübersichtlich werden kann, wenn man dann da anfängt rumzustreichen und so richtig Spaß macht das Ganze einfach nicht. Kommen wir jetzt aber vom Klassiker auf Papierform zum Klassiker in digitaler Form. Nummer 2 ist die Excel-Tabelle. Ja, ich oute mich an dieser Stelle. Der doofe Finanznerd Simon nutzt tatsächlich Excel, um seine eigenen Finanzen im Überblick zu behalten. Letztendlich ist es aber eine kostenlose Variante, die man an seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Zumindest, wenn man versteht, wie Excel funktioniert oder aber, wenn man eine gute Vorlage hat. Wir kommen ja gleich im Anschluss auch noch zu den moderneren Varianten, aber meiner Meinung nach hat sich Excel einfach in den letzten beiden Jahrzehnten richtig bewährt und jeder kann es letztendlich einfach verwenden. Meine Tabelle sieht dabei zum Beispiel wie folgt aus. Ich habe mir gleich noch eine kleine Auswertung integriert, um so ein bisschen zu sehen, wie sich meine Zahlen verändern. Machen wir uns aber nichts vor, wir sind ja keine Controller oder Riesenunternehmen, das ist eine kleine Spielerei und wer damit beginnt, seine eigenen Finanzen zu organisieren, der kann darauf auch am Anfang erstmal verzichten. Später, wenn man dann mehr Lust darauf hat, dann kann das natürlich hilfreich sein. Damit ihr es so einfach wie möglich habt und wir wollen ja transparent sein und gemeinsam mit euch eine finanzielle Reise machen, packen wir einfach mal zum freien Download diese Excel-Tabelle unten in die Beschreibung und auf unsere Homepage. Also, wer das Tool nutzen möchte, um einfach erstmal Erfahrung zu sammeln mit dem Bereich Finanzen zu kontrollieren, der kann das Tool gerne einfach runterladen. Kommen wir jetzt zu Nummer 3 und das sind sogenannte Finanz-Apps oder auch Haushaltsbücher per App. Da die Auswahl so groß in dem Bereich ist und jeder auch persönliche Vorlieben hat, wollen wir jetzt gar nicht sagen, das oder jenes ist die beste App. Wir persönlich, beziehungsweise Julian, nutzt die MoneyStats App. Die ist auch in der kostenlosen Variante schon richtig ausgereift und man kann dort einige Dinge eintragen und die Finanzen schon gut in den Griff bekommen. Wenn man sich damit dann angefreundet hat, ist auch die Umstellung auf die Premium-Variante relativ günstig. Sie kostet einmalig 3,49 Euro. Ich denke, das hat dann auch jeder, um sich das Ganze leisten zu können. Und dann kann man auch Berichte erstellen, das Ganze exportieren, PDF-Dokumente einrichten. Naja, was man vielleicht am Anfang nicht braucht. Aber wenn es einem Spaß macht, dann kann man das schnell auf Premium upgraden. Doch wie funktioniert die App? Wir wollen euch auch mal zeigen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Schön ist auch, dass man die Apps in der Regel persönlich anpassen kann. So kann man zum Beispiel mit wenigen Knopfdrücken einige Dinge einrichten. War man zum Beispiel gerade tanken, dann klickt man einfach in der App auf das Plus unten, wählt den Bereich aus und gibt den Betrag an, den man ausgegeben hat. Und schon ist die Ausgabe kategorisiert. Einfacher geht es nicht und dauert wirklich nur wenige Sekunden. Für alle Finanznerds unter euch kann man dann, wenn man etwas weiter runter scrollt, in den Zeilen aber auch nähere Angaben noch dazu machen und richtig tief in die Welt der eigenen Finanzen eintauchen. Man muss es aber auch nicht und das ist das Schöne, man bleibt wirklich flexibel mit dieser App. Was wir persönlich noch schön an dieser App finden und das war auch ein Grund, warum sich Julian genau für MoneyStats entschieden hat, man kann dort auch in der kostenlosen Variante schon eigene Ziele und Sparziele festlegen. Dafür geht man einfach in der App hier unten auf Ziele, wählt dann aus, auf was man sparen möchte, wählt den Betrag aus, welches Konto dabei betroffen wird. Es kann ja sein, dass man vielleicht nicht das Ganze vom normalen Girokonto macht, sondern sich ein extra Sparkonto angelegt hat. Gibt dann noch an, wann man mit dem Sparen beginnen möchte und ganz wichtig, wann man dieses Ziel dann erreicht haben möchte. Wir sehen schon, es erscheint dann das Ziel auch mit einem Balken und das motiviert dann einfach zusätzlich auch regelmäßig in die App reinzugucken und sich auch anzuschauen, wie weit man schon fortgeschritten ist beim Erreichen des persönlichen Sparziels. Also eine schöne Variante auch schon in der kostenlosen Version. Auch wenn wir diese App gut finden, sollte letztendlich jeder von euch schauen, welche App ihm richtig gut gefällt und letztendlich einfach mal 2, 3 unterschiedliche auch ausprobieren und im Apple Store oder im Google Play Store einfach nachschauen. Die Varianten sind ja wie gesagt kostenlos zum Testen und man kann dabei eigentlich nicht viel falsch machen. Kommen wir jetzt aber noch zu einer Variante und das ist Variante Nummer 4 für alle, die noch weniger Aufwand haben wollen und trotzdem ihre Finanzen so halbwegs im Überblick behalten, nämlich Variante Nummer 4, sogenannte Banken-Apps.
Damit meinen wir jetzt nicht nur die klassischen Apps, die jetzt von Banken angeboten werden, sondern auch von externen Anbietern. Der große Vor- und Nachteil ist dabei allerdings, dass diese Apps dann automatisch mit den Konten, die man eingegeben hat, verbunden wird. Dadurch werden, für alle, die wenig Aufwand haben wollen, alle Umsätze direkt mit dem Konto abgeglichen und man muss letztendlich nur noch Kategorien zuweisen und erhält dann automatisch immer eine Auswertung auf Knopfdruck. Das ist aber auch der Nachteil, denn dadurch, dass es automatisch abgeglichen wird, gibt man natürlich den Anbietern und den Banken noch viel mehr Informationen, als sie ohnehin schon haben. Und letztendlich sind Daten in unserer heutigen Welt ja schon wie eine Art Währung geworden. Man braucht sich dann also auch nicht wundern, wenn diese Anbieter auf einmal einem eine passende Versicherung für den kommenden Urlaub, den man gebucht hat, anbieten. Oder man aber auch gleich dann einen Maklervertrag unterschreiben muss, der die Betreuung von den eigenen Verträgen neu regelt. Außerdem geht es dann wie von Geisterhand, dass man auf einmal den eigenen Stromtarif verglichen bekommt, ohne dass man dazu aufgefordert hat. Die einen werden das richtig cool und fortschrittlich finden und es ist schon beachtlich, dass man mittlerweile auf Knopfdruck einige Dinge einfach in wenigen Sekunden regeln kann. Andere werden hingegen das lieber nicht nutzen wollen und davor kann man dann auch nur warnen, eben dort alle Konten schon zu verknüpfen und einfach die AGBs zu bestätigen. Man gibt schon sehr weitreichende Einkünfte und Auskünfte über seine eigene Person an diese externen Anbieter. Bei der eigenen Bank vielleicht nicht ganz so schlimm, weil die sowieso die eigenen Daten regelmäßig kontrollieren und sowieso vieles von uns wissen, was sie eigentlich vielleicht nicht wissen sollten. Für alle, die diese Variante aber interessant finden, verlinken wir euch mal unten in der Beschreibung einige Banken, die das schon sehr gut machen, die eine gute App dabei haben. Und gerade für Leute, die wirklich viel mit Karte bezahlen und kaum mehr Bargeld benutzen, eventuell sogar das Mehrkontenmodell verwenden, welches wir bereits in einem anderen Video mal besprochen haben und wirklich mit die beste Sparmethode darstellt. Für alle die kann diese rein digitale Form auch richtig viele Vorteile mit sich bringen. Auch hier heißt es wieder, persönliche Entscheidungen treffen. Und jeder, der mehr auf Datensicherheit setzt, der ist vielleicht mit der klassischen Excel-Tabelle oder mit seinem eigenen Buch, was er in den Händen hält und kein anderer einsehen kann, doch besser bedient. Man muss halt den persönlichen Weg für sich finden. Das waren mal 4 Möglichkeiten, die eigenen Finanzen im Überblick zu behalten. Doch der beste Überblick nutzt alles nichts, wenn man dann mehr ausgibt, als man einnimmt. Diese Regel sollte man unbedingt befolgen, dass man immer mehr Einnahmen hat als Ausgaben. Am besten, man schafft sich eigene kleine Budgets für die unterschiedlichen Bereiche, um genau zu wissen, wie viel man dann wo ausgeben kann, damit man eben nicht Gefahr gibt, auf einmal zu viel Geld ausgegeben zu haben. Wie angekündigt, werden wir in der nächsten Zeit weitere Videos zum Thema finanzielle Reise veröffentlichen. Und wer keines dieser Videos zum Thema persönliche Finanzen, Steuern und Versicherung verpassen möchte, der abonniert am besten unseren Kanal. Wir freuen uns auf das nächste Video mit euch. Euer Finanznerd Simon.